Hi Leute, hier ist euer Soldier Finance im 14. Part von Batman Return to Arkham City. Und wie machen wir da weiter? So. Wir wollen ja ein bisschen weiterkommen. Haben wir im letzten Part haben wir Mr. Freeze platt gemacht. So, wir müssen ja jetzt hier raus. Oh, da ist ja wieder ein Helikopter. Mein Gott, unser geheimnisvoller Anrufer hatte recht. Es ist offenbar tatsächlich Batman, der das Gebäude verlässt. Ach, wirklich? Hallo Gotham, ich bin's. Ich fürchte, Miss Vale wird in Kürze nicht mehr auf Sendung sein. Wir Nein. Wir entschuldigen uns für diese Störung. Wir wurden getroffen. Wir stürzen ab. Mayday! Mayday! Wenn uns jemand hören kann, wir... So, genau. Ich weiß nicht, ob er mich hören kann. Mein Nachrichtenhubschrauber wurde abgeschossen. Wir sind irgendwo in West Arkham abgestürzt. Ich glaube, ich sehe das Gerichtsgebäude. Wir brauchen Hilfe! Okay. Ich sitze hier fest und stecke mitten in etwas, das wie ein Bandenkrieg zwischen... Zwischen? Oh Gott, überall um mich herum sind Scharfschützen. Es sieht so aus, als würden sich die Insassen uns nähern. Meine Güte, bitte, wenn ihr uns hört, schickt Hilfe. Spätsch auf dem Weg. Ich kann sie nicht sehen. Streng dich an. Joker will die Reporterin töten. Ja, okay, ich versuch's. Ich hab einfach kein freies Schussfeld. Zeig einfach mit. So. Celandini Towers wird nicht mehr geschossen. Ich kann auf dem Wohnhaus auch keine Scharfschützen mehr sehen. Okay. Schon mal sehr gut, weil wir sind gut gerade an der Arbeit. Es sind jetzt noch zwei Scharfschützen. Mach schon mal ein nach dem anderen. Die Schlampe gehört mir. Freu dich nicht zu früh. Nein, tut's hin, flippt aus. Bam. So. Das sind die Scharfschützen, die den Bereich von Südosten her gesichert haben, verschwunden. Vom Dach des Kirchengebäudes hört man nichts mehr. Entweder wurden sie alle abgezogen oder ausgeschaltet. Falls jemand diese Übertragung empfangen sollte, bitte schicken Sie Hilfe. Ich bin noch hier. Tja, dann muss die Lady... Du solltest hier in Sicherheit sein. Bleib hier und zieh den Kopf ein. Bekomme ich vielleicht ein Exklusivinterview? Willst du Gotham erzählen, was mit deinem Gesicht los ist? Nein. Hier bleiben und leise sein. So redet man doch nicht mit so einer netten Reporterin, Bats. Was willst du? Mit wem redest du da? Siehst du, was du getan hast? Die arme Frau ist ganz durcheinander. Irgendwie verständlich. Ich meine, sie hatte gerade erst einen schrecklichen Unfall. Den du verursacht hast. Was fällt dir ein? Ich habe nie... Ach, was, egal. Ja, okay, ich war's. Ich musste sicherstellen, dass Harley und das Heilmittel unbekommen. Wenn du ein braver Junge bist, heb ich vielleicht was für dich auf. Es mag seltsam klingen, aber ich bin sowas wie deine letzte Hoffnung, nicht wahr? Okay. Nun Gott. Erstmal geben wir Stufenanstieg. Dann nehmen wir. Warte mal. Können wir noch irgendwie Ausrüstung? Kampf. Kritischer Treffer würde ich nehmen. So, und das war's, Sam, genau. Wie es aussieht, bin ich fürs Erste sicher. Ich wurde soeben von... So. Okay, da muss ich hin. Batman gerettet. Er hat mich davor
bewahrt, dass Jokers Scharfschützen meinem Leben ein Ende bereiten. So. Da muss Schlangen. Hallo, da springen oder so? Ja. Okay, die Scharfschützen sind hier überall. Das heißt, ich schalte mal kurz mal schnell aus. Damit ich Ruhe halt in Ruhe fliegen kann. Ich dir sage, ohne dass wir es sehen, kommt an uns keiner ran. Mit diesen Scharfschützengewehren könnten wir von hier oben Ameisen abknallen. Wir können froh sein, dass wir sie haben. Ich habe gehört, dass Batman die Jungs mit Jokers letzter Lieferung abgefangen hat. Ja, ich weiß. Joker klang total angepisst. Er will Batman tot sehen. Enttäuschen wir ihn nicht. Ja, wenn Batman auftaucht, gehört er mir. Komisch, dass er es nicht sehen kann, weil er fehlt nämlich jetzt ein Strahl. Okay. Naja, okay. So, haben wir die Scharfschützen auch schon mal platt gemacht. So. Weiter geht's. Bam. So. Geht's mal hier hoch? Da genau. Protokoll 10 tritt in einer Stunde in Kraft. Einer Stunde, ja, okay. Ja, ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich dachte, wir sollten mittlerweile längst unterwegs sein. Entspann dich, Mann, du kriegst deinen Spaß. Joker will, dass wir in das Gebiet von Two-Face eindringen. Der Bastard wird merken, dass man... Hey, Bash, ich bin's. Während du dich um die Rettung von Miss Will gekümmert hast, habe ich die Sicherheitsvorkehrungen im Stahlwerk erhöht. Tut mir leid, dass ich dir das sagen muss. Aber ich glaube, du wirst dort nicht hineinkommen. Oh, das wird zu emotional. Ich mag mir gar nicht vorstellen, dass du da draußen sterben könntest. Ich sehe dich vor mir, wie du tot im Schnee liegst. Und nur das zaubert mir doch ein Lächeln ins Gesicht. Der Ofen erzeugt zu viel Hitze. Ich muss nach einem anderen Weg suchen. Oracle, such einen Weg, der in das Stahlwerk führt. Mal sehen. Ich vermute, du willst die gefährlichste Route, die möglich ist. Wieso ein Erfolgskonzept verändern? Tja, du hast Glück. Es führt nur noch der Weg über die Wärmetauscher südlich vom Gebäude hinein. Ich markiere es auf deiner Karte. Okay. Ah, okay. Südlich vom Gebäude, okay. Müsste ja eigentlich hier sein. Ist hier richtig? Noch ein bisschen weiter nach vorne. Da müsste es eigentlich richtig sein, Leute. Wer kommt wirklich? Wer, Batman? Sicher kommt er. Na, ich wette, Freeze hat ihn erwischt. Der steckt längst in einem Eiswürfel. Echt? Ja, Freeze wird verdammt sauer sein, oder? Joker hat seine Frau entführt und gedroht, ihr den Saft abzudrehen. Das vergisst Freeze nie im Leben. Ja. Woher zum Teufel weißt du das? Hab die Alte für Joker in einen Lieferwagen geschleppt. Keine Ahnung, wo sie gelandet ist. Hast du gesehen, wie sie aussieht? Ist sie heiß? Sie steckt in einem Eisblock. Wäre sie heiß, wenn man sie auftauen würde? So wie ich das sehe, wäre sie tot, wenn man sie auftauen würde. Die Emma allerdings. Um deine Frage zu beantworten, ja, auf ihre beinahe tote und ziemlich eingefrorene Art sieht sie gut aus. Geil. Okay. Mit dir stimmt was nicht. Mit mir ist alles okay. Ich sitze nur schon so lange hier ein, dass ich jede halbwegs attraktive Frau bespringen könnte. Auch wenn sie schon ein bisschen kalt wäre. Ja. Weißt du, was ich meine? Nein, ich weiß nicht, was du meinst. Oh! Ich glaube, ich habe gehört, wie sich jemand am Boden den Schädel aufgeschlagen hat. Du musst in die Blutpfütze treten. Wir haben etwas gehört. Ich sichere die Tür. Leute, okay. Bewegt eure Ärsche her. Sofort. Da muss ich schreien. Was?
So. So, jetzt aber. Da gehen wir zu. Ja, ich muss das mal so schauen. Da haut die Zeitlupe von dem Kerl davor. So, sorry, ich muss jetzt so machen. So, jetzt aber. Geht doch. Wir sind schon. Wollt ihr denn wirklich alles alleine machen? Ich wollte doch nur, dass ihr diesen bescheuerten Batman aufhaltet. Ja. Ich hoffe mal, hier bin ich richtig. Hoffe ich natürlich. Na dann, weißt du irgendwas über Protokoll 10? Klingt gruselig. Ja, ich habe gestern mit Professor Strange telefoniert. Er hat mir gesagt, was es... Batman! Er ist hier! So. Ich hoffe mal, dass ich hier richtig bin. Bam. So, haben wir ihn platt gemacht. Das ist nichts Wichtiges. Ja, hier bin ich eindeutig falsch. Okay. Schade, ich hab gedacht, hier wäre ich richtig, aber. Ist aber doch noch nicht. Und dann noch aus. Hier ist auch nur Wildletting. Nee, bin hier eindeutig falsch. Wo geht's denn nur rein? Richtig, aber... Hm. Ich hab mich... Hä? Okay. Ist er jetzt hier? Nee, die ist irgendwie dort. Pfeil zeigt nach dort. Also in diesem Haus eigentlich. Aber wie komme ich da noch rein? Schauen wir mal. Gibt es hier doch irgendwie eine Geheimtür oder so? Melde Kameraausfall in Sektor 4. Okay. Da ist was. Ob ich das einfach so sprengen kann? Nee. Kann ich nicht. Es muss hier doch irgendwo doch einen Weg geben. Das ist doch vier Stunden lang. Ich schau's mal, weil ich hab nämlich jetzt wirklich keine Ahnung, wo es lang geht. Warte mal. War ich da schon? Genau, da war ich schon. Da war ja nur ein Riddler-Rätsel. Warte mal, ich guck mal gerade was. Hm. Genau. Ne, es bringt auch nichts.
komisch. Das ein Titanfass. Ist ja ganz gut, aber... So. Irgendwo... Muss doch lang gehen. So, schauen wir mal. So eine Riddler-Trophäe. Der Anzug wird den Kontakt mit diesem Wasser auf keinen Fall überstehen. Der Freeze-Strahl friert es vielleicht lang genug ein, damit ich darauf gehen kann. Aha. Gut, da musste man erstmal drauf kommen. Nein! Ach Mist. Ich habe gerade gehört, dass mein Dad in das Rathaus beordert wurde. Strange hat darum gebeten, dass das Notfallprotokoll 10 in Kraft gesetzt wird. Weiß Gordon, was Protokoll 10 ist? Es ist eine Sicherheitsmaßnahme, nur für den Notfall. Strange hat dem Stadtrat gesagt, dass es ihm nicht gelungen sei, den Einsatz illegaler Waffen im Gefängnis zu unterbinden. Diese Waffen hatte er besorgt. Er hat es die ganze Zeit geplant. Einfach so. Er war schon erstmal ein bisschen. Bei ihm klang es so, als würden die Gefangenen einen Massenausbruch und einen Angriff auf Gotham planen. Ich halte dich auf dem Laufenden. Okay. So. Wow. Okay. Das heißt, muss wieder, dieses Eisstrahl. Also, Mr. Freeze. So. So. Dann hier. So, haben wir das auch schon. Sag mal, hast du den Joker gesehen? Ja, er sah okay aus, nicht wahr? Ja, aber was zum Teufel ist da passiert? So, jetzt aber schneller durch. Er sah noch aus, als würde er verrecken. Und heute alles bestens. Hat er denn ein Heilmittel gefunden? Keine Ahnung. Ich hatte nur gehört, dass die Ärzte ihm nicht helfen können. Quinn ließ mich wegen des Heilmittels sogar eine Ärztin foltern. Nee, was hat sie gesagt? Kurz vor ihrem Tod hat sie immer noch gesagt, dass es kein Heilmittel gibt. Danach war nicht mehr viel. Ist auch egal. Er ist so. Es ist Batman. Joker. So. Ist das irgendwie draußen oder muss ich warten? Nein. Tisch nicht. Du hast überhaupt keine Chance. So. Tja, sieht aber anders aus, Leute. Ich glaub schon Chance. Bam. Geht doch. So. Komm her. Mach dich platt. Bam. Jetzt mal erklären, wie es aussieht. Der Joke. Vorsicht, die Fledermaus! So. Wollte eigentlich zwei platt machen, aber irgendwie wollte das gerade nicht. Ah. Hilf mir bitte! So. Ist das gerettet? Ey, ich hab dich gerettet. Das ist der Dank. Erstmal hier nochmal Danke sagen und dann hier. Okay, wo muss ich denn jetzt noch? Also
muss wieder Mr. Freeze. So. So. Hier lang. Oh, das war knapp. Ob ich das noch schaffe? So. Nein. Komm. Und hier. So. Ich habe mich ins Kamerasystem des Rats gehackt. Die Ratsmitglieder kommen zurück. Sie sehen nicht sehr glücklich aus. Sie sagen Strange, dass sie von ihm sehr enttäuscht sind und nie gedacht hätten, dass Protokoll 10 irgendwann aktiviert werden müsste. Aber sie haben ihm die Erlaubnis dazu gegeben, oder? Ja. Guten Abend. Protokoll 10 tritt in 30 Minuten in Kraft. Jeder hat für diesen Fall besondere Befehle erhalten. Sie sind zu befolgen. Brauchst du immer noch eine Antwort? Bruce, das gefällt mir nicht. Sei vorsichtig. Ja, machen wir doch. Passen wir auch immer und auf uns auf. Weißt du doch, Oracle. So. So. Kann ich das irgendwie erhacken oder so? Nee, das ist nur das Radio. Wo muss der nur lang? Hm. Ich muss das Ding hier irgendwie wegmachen. Ich weiß aber nicht wie. Okay. Schade, das scheint schon wie. Ich kann einen ferngesteuerten Batarang benutzen, um Schalter außer Reichweite umzulegen. Okay. Oh ne, jetzt ist das da, okay. Ist der, was ich kann. Nein. Okay, nochmal. Okay. Warte mal. Mist. Nochmal. Mist. Nein, als ob er das jetzt nicht getroffen hat. Wäre klar. Mist. Ach, Leute, das kann ich überhaupt nicht so. Dass er einfach nicht trifft, das gibt's doch nicht. Mann, gibt's doch nicht.
Batarang hält genug Spannung aus, um die Sicherungen zu überladen. Ah, okay, okay. Jetzt weiß ich es. Deswegen ist auch so ein Blitz da, okay. Okay. Mist. So, jetzt aber. Gehen wir mal hier wieder hier rüber. Da. So. Ja. So. Dann zurück. Ne, ich mach wohl Neues. Oder? Ja, Neues. Ich mach lieber ein Neues, dann passt es nämlich. Dann... Okay, wie soll ich den jetzt rüberbringen? Hä? Okay, warte mal. Ist echt kompliziert. Naja, ich würde sagen, wir machen das lieber doch im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Im nächsten Part geht es dann weiter. Und ja, vergesst nicht, abonniert und kommentiert und seid beim nächsten dabei von Batman Return to Arkham City von Soul Ace.